Zweitens, wenn Frauen aufhören, attraktiv zu sein. Oh Gott, ich dachte, wir wollten über positive Dinge reden. Fangen sie an, zu lernen, gut zu sein. Aha. Um ihren Einfluss auf Männer zu erhalten, bieten sie an, ihren Verlust an Schönheit durch Nützlichkeit aufzuwiegen. Sie lernen, tausende kleinerer und größerer Dienste zu erledigen, und sie sind die liebevollsten und nützlichsten von allen Freunden, wenn du krank bist. Folglich sind sie beständig liebenswürdig, und deshalb ist es auch ehrlich schwierig, eine alte Frau zu finden, die nicht auch eine gute Frau ist. Okay, ich fühle mich jetzt irgendwie ein bisschen an meine Mutter erinnert. Also, die ist auch immer freundlich zu mir und macht mir tausende schöne, kleinere und größere Dienste, aber das hat irgendwie alles noch nichts mit Sex zu tun. Also, wo bleibt der Sex?